unabhängig davon, ob es an Händen, Knien, an der Kopfhaut oder anderen Hautpartien auftritt, ist es für Psoriasis-Patienten weitgehend mehr als ein rein ästhetisches Thema oder eine juckende Haut. Bei etwa 30% der Patienten mit einer Psoriasis kommt es im weiteren Verlauf auch zu einer Gelenkentzündung. Diese Entzündung bleibt am Anfang oft unbemerkt, kann aber im weiteren Verlauf zu einer Psoriasis-Arthritis führen, was sich dann durch Gelenkschmerzen oder Gelenksteifigkeit äußern kann. Auch heute gibt es leider immer noch eine gewisse Verzögerung, bis die Diagnose einer Psoriasis-Arthritis gestellt werden kann. Mit dieser Umfrage, die über 5 Jahre geht, haben wir uns zum Ziel gesetzt, mehr über Psoriasis und Psoriasis-Arthritis zu erfahren. Wir wollen die Früherkennung von Gelenkbeschwerden und damit die Prognose von Psoriasis-Patienten verbessern. Anhand eines Fragebogens, der von Experten entwickelt wurde, wollen wir alle 6 Monate Faktoren untersuchen, die eventuell auf eine Psoriasis-Arthritis hindeuten. Sie erhalten insgesamt 11 Fragebögen von uns. Jeweils kurz vorher werden wir Sie daran erinnern. Der Zeitaufwand für Sie beträgt nur 10 Minuten alle 6 Monate. Den ersten Fragebogen haben Sie bereits ausgefüllt. Nun erhalten Sie bereits den ersten Folgefragebogen. Dieser unterscheidet sich nur minimal von dem ersten. Vielen Dank im Voraus für Ihre weitere Teilnahme.